Herzlich willkommen bei meinem neuen Produkt Zurück in der Zukunft. Ja, endlich gibt es Zurück in der Zukunft auch als Spiel. Schlüpfen Sie in die Rolle von Marty McFly und erleben Sie absolute kinoreife Abenteuer. Und zwar mit all der irrwitzigen Herausforderung und spannende Situation und lustige Momente, die den Filmklassiker bis zum heutigen Tage so einzigartig machen. Der Kult Zurück in der Zukunft, die Trilogie Zurück in der Zukunft, war ein weltweiter Erfolg, dem das gleichnamige Videospiel in nichts nachsteht. Mit liebevoller herausgearbeiteten Details und eine spannende Story lässt Telltales Zurück in der Zukunft das Spiel mit Filmcharaktere wieder lebendig werden und entführt den Spiel in die Welt von Marty McFly und Doc Brown. Die Story wurde in engen Abstimmung mit dem Autor und Produzent der Zurück in der Zukunft-Reihe Bob Gale gearbeitet. Zudem verleiht die Originalstimme aus dem Film der Computerspiel einen mehr als authentischen Atmosphäre. Ja, Leute, was soll ich noch weiter dazu sagen? Es ist ein Adventure-Spiel und ich habe mich einfach für dieses Spiel entschieden, weil ich die Filmreihe von Zurück in die Zukunft einfach so klasse und geil finde. Und es ist einfach nur ein Klassiker und ich wollte das mit euch let's playen. So, wir fangen auch gleich einfach mal an hier. Gehen auf neues Spiel. Bevor es losgeht, soll das Spiel dir mitteilen, wenn Marty neue Ziele hat. Ja, wir gehen mal darauf und er soll uns mitteilen, da wir das Spiel vorher noch nicht gespielt oder angetestet haben und wir im Prinzip eigentlich neu in dem Game sind. Und ja, genießt es einfach. An der Ecke ist wieder der Fluxkompensator. Rechts unten hier. Finde ich geil. Telltales Games. Okay, ich bin bereit. Guten Abend. Ich bin Dr. Emmett Brown. Ich stehe auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall. Es ist Samstag früh am 26. Oktober 1985, 1.18 Uhr. Und dies ist Zeitexperiment 1. Komm, Aini. Hierher, guter Junge. Rein da. Mach schön Sitz. Anschnallen. So ist es fein. Wow, wow, wow. Okay. Einsteins Uhr ist auf die exakt gleiche Zeit eingestellt wie meine. Hast du das? Ja, alles klar, Doc. Gut. Gute Reise, Einstein. Pass mit dem Kopf auf! Sagen Sie bloß, Sie fahren den Wagen. Damit. Pass auf! Okay, gut. Hab es. Nicht mich! Den Wagen! Den Wagen! Wenn meine Berechnungen stimmen, dann wirst du bei Tempo 140 etwas wirklich Unglaubliches erleben. Bleib hier! Bleib hier! Was hab ich dir gesagt? 140 Stundenkilometer! Die Zeitverschiebung ereignete sich exakt um 1.20 Uhr und 0 Sekunden! Heißt auf! Doc, was ist mit dem Auto passiert? Beruhige dich, Marty. Ich habe gar nichts aufgelöst. Die Molekularstruktur von Einstein und dem Wagen sind völlig intakt. Und wo zum Geier sind sie dann? Die richtige Frage lautet, wann zum Geier sind sie? Einstein ist soeben der erste Zeitreisende der Welt geworden. Ich habe ihn in die Zukunft geschickt. Eine Minute in die Zukunft, um genau zu sein. Und um genau 1.21 Uhr und 0 Sekunden setzt er mit der Zeitmaschine wieder hier auf. Moment. Sie haben Ihren Hund in eine Zeitmaschine gesteckt, die Sie aus einem DeLorean gebaut haben? Ja, ich sehe das so.
Wenn man eine Zeitmaschine in einen Wagen einbaut, dann bitte schön mit Stil. Abgesehen davon, die rostfreie Stahlkonstruktion macht die Funktionsdiffusion... Pass auf! Doc? Das ist seltsam. Wo ist das Auto, Doc? Es hätte vor 27 Sekunden hier sein sollen. Doc, was ist mit Einstein passiert? Kein Grund zur Sorge. Es ist wahrscheinlich nur eine kleine Abweichung der Zeitleitungen. Marty, gib mir mein Notizbuch. Es sollte im Werkzeugkasten sein. So, damit müssen wir auch schon irgendwie hier voll einsteigen in das Spiel. Und zwar müssen wir jetzt das Notizbuch von Doc Brown holen. Werden wir auch gleich mal machen. Wir können uns hier fortbewegen mit WASD oder halt auch mit der linken Maustaste auf dem Boden hin und her zwirbeln. Ja, und mit der linken Maustaste können wir auch die Gegenstände anklicken. Beziehungsweise jetzt hier den Werkzeugkasten. Notizbuch, Notizbuch. Hab's. Fluxkompensator? Das ist es! Was bitte ist ein Fluxkompensator? Meine neueste Erfindung. Damit werden Zeitreisen möglich. In diesem Notizbuch habe ich fast 3 Jahrzehnte wissenschaftlicher Durchbrüche gesammelt, die nötig waren, um eine Zeitmaschine zu bauen. Fällt es in die falschen Hände, wäre das katastrophal. Mal sehen. Masse gleich E mal Z und E ist gleich die Quadratwurzel von Z mal Z. Doc, sollten wir nicht verschwinden, bevor die Libyer auftauchen? Doc? Was ist? Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Doc! Nein! Es tut mir leid, Marty. Doc! Kommen Sie zurück! Doc! Doc! Marty! Ist alles okay? Ja, Mom. War nur ein Albtraum. Ich war in der Vergangenheit und Doc war da. Nun bist du ja wieder gesund und munter. Zurück im guten alten Jahr 1986. Aber steh jetzt besser auf. Dein Vater wartet auf dich. Hä? Wolltet ihr euch nicht bei Doc treffen? Verdammt, ich bin spät dran. Ja, zurück in die Zukunft, das Spiel. Jawohl. Alles weitere mehr in der nächsten Aufnahme. Ich sage Tschüssi, bye bye. Bis demnächst.